So, Freunde, ich hoffe, Ton ist gut. Ich möchte heute mal ganz kurz das Thema ansprechen, Blasenentzündung. Ganz kurz, woher das rührt und dann, was man dagegen machen kann. Also, bei einer Blasenentzündung, Frauen haben ja eher eine Blasenentzündung als Männer, das wissen wir ja. Und das liegt daran, dass Darmbakterien bei einer Frau zum Beispiel schneller in den Harnleiter kommen, weil der nur 3 Zentimeter lang ist, als beim Mann, der vielleicht 20 Zentimeter hat, ein Harnleiter. Und ja, deshalb haben Frauen einfach öfter mal eine Blasenentzündung. Zusätzlich ist es natürlich so, im Winter, wenn es kalt ist, ja, Nierenbeckenentzündung und. Auch da rühren dann natürlich die Blasenentzündungen her, gerade bei Frauen oder bei Männern, wenn Frauen leichter angezogen sind oder Männer schwitzen. Aber wie gesagt, das Große und Ganze liegt halt auch im Darm. Und was würde ich machen, wenn ich eine Entzündung habe? Also generell bei einer Blasenentzündung natürlich viel trinken. Klar, man sagt immer 3 Liter Wasser, aber ich glaube 3 Liter Tee. Ingwer ist Entzündungshemd. Da fahrt ihr auf jeden Fall, glaube ich, besser mit. So oft wie möglich auf Toilette gehen, natürlich dadurch. Natürlich habt ihr dann schneidend Wasser. Das ist unangenehm, das weiß ich auch. Also sind ja viele Faktoren, die bei der Blasenentzündung wirklich, wirklich unangenehm sind. Aber eine Blasenentzündung sollte man auf jeden Fall auskurieren. Der Doktor gibt ein ziemlich schnell Antibiotika bei einer Blasenentzündung, weil wenn man die verschleppt, geht es auf die Nieren und. So, ich würde, wenn ich eine Entzündung hätte, also eine Blasenentzündung hätte, würde ich auf jeden Fall Vitamin D3 mit ins Boot nehmen. Auf jeden Fall 5 bis 6, 7.000 Einheiten, 10.000 Einheiten pro Tag sind schon entzündungshemmend. Ich würde dazu MSM nehmen, also Schwefel auf jeden Fall zu supplementieren, weil Schwefel ist auch entzündungshemmend. Da könnt ihr sagen, bei Schwefel erstmal ein bisschen klein anfangen, ich sag mal 2x2 Tabletten oder vielleicht einen halben Teelöffel voll, morgens einen halben Teelöffel, mittags einen halben Teelöffel abends. Und das Ganze würde ich dann natürlich hochschrauben bis zu 3 Teelöffel täglich oder wirklich 4 Tabletten morgens, mittags und abends, also dass der Körper wirklich mit Schwefel durchgehend richtig hardcore versorgt wird. Ja, dann würde ich OPC noch mit ins Boot holen. Also Traubenkernextrakt ist ja auch entzündungshemmend. Das ist ja nun auch kein Geheimnis. Ich muss mal eben das Handy ein bisschen festhalten. Das sind die 3 Sachen, die ich machen würde und dazu halt viel Ingwertee trinken. Ja. Also wenn ich eine Blasenentzündung habe, ich hatte jetzt erst eine Blasenentzündung vor, einen Moment, ich muss mal hier gucken, ich hatte jetzt erst eine Blasenentzündung vor ein paar Monaten gehabt und ja, die habe ich dann halbwegs auskuriert, musste dann dabei aber arbeiten, weil ich noch was zu tun hatte. Ich habe mir ein neues Dach gebaut und eine große Halle gebaut und da musste ich viel auf dem Dach sein. Dann habe ich die wohl nicht richtig auskuriert, die hat mich also 3 Tage. Also mit auskurieren, einen Tag nichts machen, hat die mich 3 Tage wirklich rausgehauen aus dem Leben. Dann habe ich eine Woche gearbeitet und dann kam sie wieder, aber die war durch die Supplementierung nur noch einen Tag aktiv. Also die fing morgens an, dann merke ich schon wieder, oh, geht los, scheiße, was machst du jetzt? Und dann habe ich aber durch die hohe Supplementierung, die ich natürlich im Körper hatte, hat die nur noch einen Tag angehalten. Ich habe ein bisschen Tee getrunken mit Rum, abends ins Bett getrunken und dann war das nächsten Tag auch Geschichte, die Blasenentzündung. Ja. Das wollte ich sagen zum Thema Blasenentzündung. So würde ich das machen, so würde ich es auskurieren. Und genau, aber wie gesagt, ihr könnt euch auch generell bei YouTube da nochmal erkundigen. Da gibt es ja ganz viele andere Leute, die da auch drüber sprechen. Es gibt auch Leute oder Naturheiler, die sagen, ich würde da einen bestimmten Zucker mit ins Boot nehmen und. Aber das müsst ihr selber entscheiden, ne? Das überlasse ich euch. Also bis dann, ich bin raus. Freunde, bleibt dran, gebt ein Abo und ein Like. Lasst euch nicht verarschen. Bis dann. Ciao, ciao.